Ich habe erst ein paar Jahre Fußball und Leichtathletik gemacht, auch relativ erfolgreich. Mein Bruder halt auch mit mir. Und irgendwann hat dann eine Klassenkameradin von meinem Bruder gesagt, komm, lass mal zum Paddeln gehen. Die sind dann halt dahin. Und ich musste als kleines Mädchen mit meinem Bruder alles nachmachen. Und dann habe ich irgendwann angefangen auch halt zu paddeln. Und hat halt von Anfang an richtig gut geklappt. Und ja, seitdem paddel ich halt die ganze Zeit nur noch. Ja, ist halt meine Leidenschaft, auch draußen an der Natur. Natürlich Leichtathletik und Fußball auch draußen, aber so beim Paddeln hat man halt Wasser, man ist teilweise auch alleine. Und ist halt so, ja, wie soll ich sagen, ist halt einfach viel, viel schöner. Also ich bin bei der Bundeswehr, habe 2018 mein Abitur bestanden, gemacht. Und dann habe ich auch direkt im Jahr darauf angefangen, Psychologie zu studieren. Und ja, bin halt noch nebenbei bei der Bundeswehr. Oder was heißt nebenbei? Ich bin hauptberuflich Bundeswehrsoldatin und ja, nebenbei studiere ich so. Das ist natürlich das Beste am Sportsoldat sein. Man halt, kann halt seinen Sport professionell ausführen und halt nebenbei dann quasi sich noch weiterbilden. Mein absolutes Hauptziel ist Paris 2024. Für 2021 versuche ich natürlich auch alles zu geben. Wird natürlich sehr schwierig, weil die anderen ja auch schon noch ein bisschen älter sind als ich in Deutschland. Aber ich bin, glaube ich, auf einem sehr guten Weg und versuche da natürlich alles zu geben, damit ich vielleicht schon in Tokio 2021 dabei bin. Ist natürlich nicht für jeden was, weil natürlich Wasser ist ein bisschen, manche mögen es, manche mögen es nicht. Aber ich würde sagen, komm, versuch es einfach mal, weil es einfach der schönste Sport der Welt ist.